Moin ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Heute ist Freitag bei Kreativdepot, mein Lieblingsshop. Ab 16 Uhr gibt es da die neuen Produkte und ich zeige euch vorab wieder alles, was ich so Schönes bekommen habe. Ich bin Jenny von Charlies Mama und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Moin ihr Lieben, wieder eine Woche rum, wieder Freitagsrelease bei Kreativdepot. Thema heute, ich bin der Meinung, Babyliebe und oder Babyglück und blumige Grüße, irgendwie sowas. Auf alle Fälle irgendwas mit Baby. Und ich habe beim Auspacken meiner Bestellung wieder festgestellt, ich habe nicht ein Stempelset eingepackt, warum auch immer. Es ist immer ein bisschen, ach, ist auch egal, weil dann benutze ich eben mal alte Sachen, die ihr hoffentlich auch zu Hause habt und da mal wieder ein bisschen das Ganze auch benutzt. Nicht nur bestellen, auch benutzen, das ist mein Motto. Und auf alle Fälle kommt diesen Freitag eins meiner Highlights. Ich liebe die Stanzen von Steffi von Stilfein Design. Das sind Steffis Blumenfreude. Ich habe schon Steffis Blumen viel und ständig in Benutzung. Ist hier in, ich habe eine so eine Kiste, die nicht weggeräumt wird. Denn was ich nicht sehe, benutze ich ja nicht. Ne? Und deswegen habe ich hier so meine Lieblingssachen in einer Kiste. Mittlerweile ist die Kiste auch schon wieder so voll, dass ich da drin nicht mehr blättern kann. Ja, das ist meine Lieblingskiste. Und da sind auch immer die ersten Blumen von Steffi, Blumenstanzen mit drin auf alle Fälle. Heißen Steffis Blumen. Das sind diese hier. Und jetzt kommt Steffis Blumenfreude und da ist ein bisschen mehr noch drin. Und ich finde die echt schön. Ich liebe ja so filigranen Scheiß, ne? Filigrane Sachen, das ist meins. Hier seht ihr, es stanzt so ganz feine Blätterchen aus. Dann habt ihr das hier nochmal ein bisschen spitzer, ein bisschen runder. Dann habt ihr hier diese Zweige, dann in gebogener Form, dass ihr gleich Kränze legen könnt. In kleiner gebogener Form, das gibt dann kleinere Kränze. Ich mag diese Kullerdinger, dass man da auch nochmal Perlen draufsetzen kann oder so Glossy Accent mäßig so ein paar Punkte drauf machen kann. Dann das Ganze in gerade. Hier nochmal ein Blatt und hier nochmal so was ganz anderes. Finde ich so schön. Ach, bin ich wieder ganz verliebt. Und ich glaube, dass ich dann heute mal wieder ein paar Karten werkeln muss, weil die auf Arbeit, die Mädels, fragen schon wieder. Der Korb ist leer, die fragen wieder nach Karten. Dann müssen wir Karten machen, ne? Und ich liebe ja auch Karten. Dann seht ihr schon, eine neue Farbe zieht in die Basispapierreihe ein. Und zwar ist das Gelb. Wie heißt das? Zitronengelb oder so? Komm mal her. Babygelb heißt es. Und ich finde es tatsächlich, ich bin kein Gelb-Fan, ne? Gelb-Orange, damit könnt ihr mich eigentlich jagen, ne? So knallige Rottöne und so. Aber dieses Gelb ist echt schön, weil es ist wieder pastellig. Und ich finde es auch klasse in dieser Babygeschichte, wenn du noch nicht weißt, ob es Mädchen oder Junge wird oder du keinen Bock auf diese klassischen Rosa- und Blautöne hast, dann geht so ein Babygelb hier auf alle Fälle. Sehr, sehr schön. Habe ich mir halt das Unipapier mitgenommen und das hier ist das Unipapiermuster in Hell dazu. Finde ich fast noch schöner, aber die Kombi aus beiden auch super schön. Dann eben Sternchen für Babys. Ihr kennt ja mittlerweile die Muster, ne? Die Rückseite sind die Punkte. Da ist mir das Gelb schon wieder fast zu knallig. Deswegen Sterneseite. Auf der hellen Seite haben wir diese Dudelsterne, ganz pastellig, auch sehr schön. Auf der Uni-Seite gibt es die Streifen. Die sind mir schon wieder zu gelb. Also da fängt es schon an, ne? Da gehört es bei mir schon wieder auf, sagen wir es mal so. Da bin ich eigen. Dann das Rittmuster, also das Dudelgitter. Auch sehr schön pastellig. Dann die Dudelsternstreifen auf der Rückseite in weiß. Ich glaube, dass mir der Kontrast zwischen diesem krassen Weiß und dem Gelb, das ist mir einfach zu doll schon. Deswegen die Rückseite sehr, sehr schön. Dann das Schneegestöber habe ich mir mitgenommen, finde ich sehr schön. Rückseite ist weiß mit den gelben Herzchen. Nee, ich bleibe bei der Seite. Dann die breiten Streifen. Rückseite sind die Pünktchen. Ich bleibe bei der Seite. Und die schmalen Streifen. Dann haben wir auf der Rückseite nochmal die Pünktchen in weiß auf gelb. Und ich glaube, dass ich hier vielleicht sogar wieder
mehr bei der Seite bin, oder? Manchmal braucht man ja auch ein bisschen Kontrast, dass da ein bisschen mehr Weiß drin ist in der Reihe. Mal gucken. Alle Fälle packe ich das noch ein bisschen beiseite. Hat alles seine Gründe. Seht ihr in ein paar Wochen. Ich werde heute mit dem Papier, was dann noch kommt, nochmal rumvorwerken und arbeiten. Apfelblütenliebe. Ganz zauberhaft schön gestaltet. Ist so ein bisschen aquarellig so, ne? Finde ich ganz traumhaft schön. Und dann habe ich auf Instagram, wurde ich mal wieder geinfluenced von Bianca. Der Kanal heißt Lüthus. Schreibe ich euch hier drauf, ne? Oder hier aufs Video irgendwie, weil das jetzt buchstabieren ist ja auch Quatschi. Müsste ich nämlich selber nochmal gucken, wie man schreibt. Und Bianca hat Softcover für Notizbücher selber hergestellt. Und da ist dann über Nacht schon wieder das gleich bei mir eingezogen. Mod Podge. Und dann werde ich mal so ein bisschen rumschmieren. Auf ihrem Insta-Kanal seht ihr eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Guckt da gerne vorbei oder googelt oder sucht auf YouTube Softcover Notizbücher herstellen, irgendwie so. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin selber gespannt, was ich mir jetzt hier zurecht schmiere. Aber ich habe voll Lust auf so ein schönes Notizheft, was ich mir selber binde. Dann kann ich auch nämlich gleich die Produkte von der Buchbindeliebe nutzen mit den neuen Eyelets und den Gummibändern. Ja, deswegen nicht lang quatschen, gleich loslegen. So, mein Prototyp von einem Notizbuch mit Softcover ist fertig und ich bin begeistert. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit den Maßen gucken, dass das hier auch wirklich alles sauber reinpasst und dann nachher irgendwie auch schönes Papier für die Innenhefte suchen, weil das mir, das habe ich jetzt hier, das ist ganz einfaches Kopierpapier, ne? Nichts Hochwertiges, aber ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es ist schon schön stabil, ne? Und es hat jetzt dieses matte Finish. Das heißt, ich muss auch noch das mit dem Gloss ausprobieren, wie das im Endeffekt aussieht. Habe jetzt hier mit den neuen Materialien gearbeitet, ne? Das sind Kaugummi-rosa matte Eyelets, Kaugummi-rosa rundes Gummiband, die Etikettenhalter. Hier ist ein Stempel drin aus dem Stempelset Hashtag. Ganz mein Ding. Keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, wofür ich das jetzt unbedingt haben wollte, sondern ich wollte einfach mal machen, mal wieder. Ne? Das ist wieder so ein Projekt, muss ich mal ausprobiert haben. Und ich bin begeistert. Ich lieb's. Es fasst sich einfach schön an.
Mag ich sehr. Ich habe hier mit dem Corner Chomper noch die Ecken abgerundet. So schreibt sich das Teil. Ich habe den mit ein Viertel und einen halben Inch und ich habe jetzt einen halben Inch genommen, dass das richtig schöne runde Ecken sind. Ja, gefällt mir gut. Mag ich leiden. Bevor ich jetzt hier wieder alles aufräume und den ganzen Kleinkram, den ich für diese Karteninspiration für euch hier benutzt habe, wieder verräume, zeige ich euch das jetzt erstmal alles fix. Das sieht hier noch aus wie ein Schlachtfeld. Für so zwei kleine Karten ist schon der Wahnsinn, was man da so an Chaos verursachen kann. Ich habe mit den schönen Stanzen von Steffi gearbeitet. Steffis Blumenfreude. Und auf dieser Karte sind zum einen diese runden Blätter, dann die kugeligen Blätterchen und auch die Spitzen von diesem langen Blatt zum Einsatz gekommen. Die sind weiß. Die habe ich mit grüner Aquarellfarbe hier ein bisschen selber vollgekleckst und angepinselt. Und das Gold ist Embossing-Puder. Ich habe einfach Papier vollgeschmiert mit Embossing-Tinte, Puder drauf und mir quasi schon mal mein eigenes Goldpapier hergestellt, indem ich das hier gold embossed habe und dann ausgestanzt. Hier seht ihr noch die Teile, ne? Und auch die Schleife. Und somit ist das alles ein und dasselbe Gold. Also den Schriftzug, den ich hier embossed habe, passt der Goldton ganz genau zu den Stanzteilen, die ich da drauf habe. Das sind so Standardkreise gestitcht, ne? Aus meinem Bestand. Und dann habe ich im Hintergrund mal seit langem mal wieder ein Stencil mit Paste benutzt. Das ist dieser hier, klein gepunktet von Andrea Moritz, also von Frau Blütenstempel designt. Ich weiß gar nicht, ob es den noch im Shop gibt, aber es gibt so viele Stencil und da kann man ja immer wieder das Ganze benutzen. Die gehen ja nicht hinüber, die sind ja für immer gut. Deswegen hoffe ich, dass selbst wenn er ausverkauft sein sollte, ihr ähnliches Stencil habt oder den hier eben nochmal benutzen könnt. Ne? Und ich sprenkel und klecks ganz gerne im Hintergrund, diesmal mit so weiß. Das ist All-Purpose Ink Frost White, was ich da benutzt habe, was im Hintergrund so ein bisschen glitzert, wenn man es gegen das Licht hält. Also von vorne ist es einfach nicht so ein Glitzer-Bam. Das ist nicht meins, wenn das so extrem glitzert, aber so ein leichter Schimmer. So ein bisschen edel, das mag ich richtig gerne.
noch ein paar weiße Pärchen, die so ein bisschen nochmal einen kleinen, ganz kleine Details so auf der Karte verbreiten und fertig ist das Ding. Und auf dieser Karte hier ist es sehr viel schlichter geworden. Da habe ich zum einen die Apfelblüten aus dem neuen Designpapier per Hand ausgeschnippelt und dann so ganz vereinzelt hier drauf geklebt und im Hintergrund die Blätter. Das ist dieses Blatt hier von Steffi benutzt. Eins, zwei, drei Stück immer so, ne? Auch hier ein paar Pärchen und ein paar Spritzer und den Schriftzug Gold Embossed. Und das ist ein Stempel aus einem Stempelset, ebenfalls von Stierfein Design. Es heißt Viele kleine Grüße. Und ich liebe die Kombi aus dem gedruckten und dem handschriftlichen sehr. Sieht sehr edel aus, wie ich finde. So. Ganz nach meinem Geschmack. Jo. Und damit hätten wir zwei Karteninspirationen für euch.